In Coyoacán, einem vornehmen Stadtteil im Süden von Mexico City, steht an der Ecke Allende und Londres das Geburtshaus von Frida Kahlo, die Casa Azul. Umgeben von mexikanischer Kunst, Tieren und tropischen Pflanzen, verbrachte die Malerin hier viele Jahre ihres Lebens. Das blaue Haus war ihr kleines Universum, ihr heiliger Ort, ihr Refugium. In diesem Studio malte sie ihre verstörend aufrichtigen Bilder. Bilder, die Fridas ganz eigene Sicht der Welt ausdrücken. Ein Großteil ihres Werks sind Selbstporträts, Ikonen weiblicher Selbstdarstellung. Da meine Themen stets um meine Empfindungen und meinen Seelenzustand kreisen, habe ich sie oft in Selbstbildnissen umgesetzt. Sie sind der ehrlichste und wahrhaftigste Ausdruck dessen, was ich empfinde. Das umfangreiche Archiv mit Fridas Fotos wird von ihrer Großnichte, der Fotografin Cristina Kahlo, bewahrt. Juan Coronel Rivera ist ein Enkel von Fridas Mann Diego. Der Fotograf kuratierte mehrere Kahlo-Ausstellungen. Man spricht viel von Frida, der Feministin, oder von ihrer Behinderung, oder darüber, dass es nur wenige Bilder gibt, dass ihre Malerei sehr fremdartig wirkt. Aber das Wesentliche ist für mich, dass Frida den Kontakt zum Publikum herstellte. Wir alle finden uns in Frida wieder, weil wir alle irgendwie gehandicapt sind, weil wir alle Künstler sein wollen, weil wir uns alle nach Anerkennung in der Gesellschaft sehnen. All das trägt zu Fridas Wirkung bei. Exotisch und rätselhaft. Sinnlich und vital verleiht Frida ihrer komplexen Seelenlandschaft künstlerischen Ausdruck. Einsamkeit und Schmerz drängen sie zu malen. Ihre Bilder sind jedoch weit mehr als Ausdruck von Emotionen. Mit geschickt eingesetzten Symbolen offenbart sie ihre Lust am Verschlüsseln und Verschleiern. Die Malerin kreist zwar stets um sich selbst, aber sie schlüpft immer wieder in eine andere Rolle, versieht sich mit anderen Attributen. Es fällt nicht leicht, ihre Bilder zu durchschauen. Frida war nie zufrieden mit sich. So erfand sie sich immer wieder neu und schuf eine Maske, hinter der sie ihr verletzliches Wesen verstecken konnte. Die Kunsthistorikerin Raquel Tibol lernte Frida in ihren letzten Lebensjahren kennen. Sie ist eine der wenigen, die einen Blick hinter die Fassade werfen durften. Fridas Inszenierung beginnt mit der Angabe eines falschen Geburtsjahrs, 1910. Este es el acta de nacimiento de Frida. Das hier ist die Geburtsurkunde von Frida. Hier steht, in diesem Haus kam am 6. Juli 1907 um 8:30 Uhr morgens ein Mädchen zur Welt namens Magdalena Frida Carmen Kahlo. Y le puso por nombre Magdalena Frida Carmen Kahlo.
Frieda will sich nicht um 3 Jahre jünger machen. Sie bekennt sich vielmehr mit dem gefälschten Datum zur mexikanischen Revolution, die 1910 ausgebrochen war. Ihr Vater war als junger Mann von Deutschland nach Mexiko ausgewandert. Im Auftrag der Regierung fotografiert er historische Bauwerke. Frieda verbindet eine innige Liebe zu ihrem Vater, der seit seiner Kindheit unter Epilepsie leidet. In seiner Ehe mit der Mexikanerin Matilde Calderón gibt es oft Spannungen. Frieda schildert ihre Mutter als bigott, stets unzufrieden und krank. Frieda ist esta. Das hier ist Frieda. Der Gesichtsausdruck ist ganz anders als bei den 3 anderen. Das ist erstaunlich. Es waren 6 Schwestern und die einzige, die so ein Talent hat, ist sie. Ihr Vater sagte zu ihr, du bist meine Lieblingstochter, aber sag es den anderen nicht, sonst werden sie eifersüchtig. Friedas Kindheit ist geprägt von den Ereignissen der mexikanischen Revolution. Der heute noch verehrte Emiliano Zapata kämpfte für die Rechte der Unterdrückten. Erst nach einem Jahrzehnt blutiger Auseinandersetzungen waren die alten Herrscher besiegt, konnten Reformen zugunsten der Arbeiter und Bauern eingeleitet werden. Durch den Umsturz verliert der Vater seine Aufträge. Trotz der finanziellen Probleme der Familie darf die 16-jährige Frieda die beste Schule Mexikos besuchen. Sie ist blitzgescheit, wild und unangepasst. Frieda will Medizin studieren. Ihre enorme Kenntnis der Weltliteratur und Philosophie verschafft ihr Ansehen bei den Mitschülern. Sie wird Mitglied der anarchischen Schiebermützen-Clique. Alejandro, der Anführer der Cachuchas, ist ihre erste langjährige Liebe. Sie schreibt ihm innige Briefe und widmet ihm ihre frühen Werke. Alex, zerreiße die Zeichnung nicht. Sie ist nämlich sehr hübsch. Siehst du, welche Fortschritte ich mache? Jetzt weißt du, dass ich ein künstlerisches Genie bin. Alex, wir sollten etwas aus unserem Leben machen, findest du nicht? Wir werden doch nicht so blöd sein, unser ganzes Leben in Mexiko verbringen. Für mich gibt es nichts Schöneres als zu reisen. Am 17. September 1925 fährt Frieda mit Alejandro im Bus von der Schule nach Hause. Vorher hatten wir in einem anderen Bus gesessen. Aber weil ich einen kleinen Sonnenschirm vermisste, waren wir wieder ausgestiegen. Plötzlich schleudert eine entgleiste Straßenbahn dem Bus entgegen. Es ist nicht wahr, dass man den Unfall merkt. Es ist nicht wahr, dass man weint. In mir waren keine Tränen. Der Stoß hatte uns nach vorne gewirbelt und das Geländer hatte mich durchbohrt wie ein Degen einen Stier. Die 18-Jährige erleidet lebensbedrohliche Verletzungen an der Wirbelsäule. Brüche am rechten Bein, ein Fuß ist zerquetscht, das Schambein zertrümmert. Ein Jahr später findet Frieda ein Votivbild mit dem Motiv eines Busunfalls. Sie malt es um, zum Dank, dass sie überlebt hat. Nur in dieser Zeichnung behandelt sie das Thema noch einmal direkt. Friedas Zukunft, über 30 Operationen, Stützkorsetts, Schmerzen, Erschöpfungszustände, Übelkeit und Tablettensucht. Immer wieder ist sie monatelang ans Bett gefesselt, isoliert von der Welt und schrecklich einsam. Es war ihr klar, dass sie alles tun musste, um für ihre Freunde attraktiv zu sein, damit sie zu ihr kommen. Sie bittet ständig in ihren Briefen, besucht mich bitte, kommt zu mir. Immer wieder die Aufforderung, dass die Leute sie besuchen.
la visite. Als mein Vater mich nach dem Unfall fotografierte, schaute ich ernst und konzentriert, um zu zeigen, dass ich eine gute Kämpferin bin. Vor kurzem noch, da war ich ein Kind, das durch eine bunte Welt voller klarer, greifbarer Formen streifte. In allem lag ein Geheimnis verborgen. Jetzt lebe ich auf einem schmerzensreichen Planeten, der nichts verbirgt. Es ist, als hätte ich alles auf einmal gelernt, binnen Sekunden. Frieda ist jung. Sie will ihr Schicksal bewältigen, ihr Leben zu etwas Einzigartigem gestalten. Sie beginnt zu malen. Ich war versessen darauf, neu zu beginnen. Ich male mich, weil ich sehr viel Zeit alleine verbringe und weil ich das Motiv bin, das ich am besten kenne. Mit ihrem ersten Ölgemälde möchte sie Alex verführen. Zeitlebens wird sie Bilder verschenken mit der Bitte um Aufmerksamkeit und Nähe. Alex, bitte häng das Porträt irgendwo niedrig auf, so dass du es siehst. Als ob du mich anschauen würdest. Die Künstlerin bewundert Botticelli. Ihre frühen Porträts erinnern an das Vorbild, offenbaren aber auch Friedas frühe Perfektion und Fantasie. Nach 1,5 Jahren geht es ihr endlich besser. Die junge Frau stürzt sich ins Leben, versucht, das Versäumte nachzuholen. Auch in ihrer Stadt herrscht Aufbruchstimmung. Frieda tritt in die kommunistische Partei ein. Sie geht aus mit Freunden und Genossen, diskutiert nächtelang mit Künstlern und Intellektuellen. Und sie trifft auf den Mann, der fortan ihr Lebensmittelpunkt sein wird. Ein prominenter kommunistischer Aktivist und der größte Maler Mexikos, Diego Rivera. Er ist der Star der postrevolutionären Bohème. Jeder kennt seine monumentalen Wandbilder. Aber auch Diego, den charmanten, mehrmals geschiedenen Frauenheld. Frieda empfindet nicht nur romantische Liebe für ihn. Diego bedeutet die Welt für sie. Sie hat ein schier unstillbares Verlangen nach Nähe und Verschmelzung. Er braucht seine Freiheit. Zündstoff für eine stürmische Beziehung. Aber die beiden erkennen ihre Wesensverwandtschaft und beschließen zu heiraten. Frieda ist 22 Jahre alt, Diego 42. Im Stil naiver Volkskunst stellt Frieda das ungleiche Paar vor. Die Anziehungskraft, die Frieda auf Diego ausübte, war nicht direkt sexueller Natur. Bis an das Ende seines Lebens hat ihn die Einzigartigkeit ihres Charakters angezogen, die Scharfsinnigkeit ihrer Intelligenz und ihrer Erfindungsgabe. Und Diego hat Friedas Malerei zutiefst bewundert. Diego realmente admiraba enormemente la pintura de Frida. Frida besinnt sich auf ihre mexikanischen Wurzeln und trägt nun selbstbewusst die Tracht der Tijuana-Frauen. Diego unterstützt seine Frau darin. Er überhäuft sie mit präkolumbischem Schmuck. Mit ausgefallenen Frisuren gestaltet sie sich zum Gesamtkunstwerk und wird bald zur Stilikone. Durch die Tracht kann Frida ihr verletztes Bein und ihr Korsett verstecken und auch ihre verwundete Seele. Frieda hat mit all diesen Elementen ihre Persönlichkeit unterstrichen. Ich glaube nicht, dass sie es nur gemacht hat, um Diego zufriedenzustellen, auch wenn es ihm sicher sehr gefallen hat, sondern auch, weil sie damit auf ihre Umgebung große Anziehungskraft ausübte. Sie hat diesen Kleidungsstil perfektioniert. Es war ja zu jener Zeit in Mexiko-Stadt völlig ungewöhnlich, Tracht zu tragen. Lo que tenemos que ver
Die Tracht der Eingeborenen zu tragen, das verstieß damals absolut gegen die Norm. Die mexikanische Gesellschaft war sehr bürgerlich, sehr konservativ. Und sie verachtete die Indios zutiefst, denn sie galten als ungebildet. Deshalb war Fridas Auftreten in der Tracht auf Festen, wo sich nur bürgerliche Kreise trafen, vor allem ein politischer Protest. Im Autobus karikiert die junge Ehefrau sich selbst. Einen Amerikaner, der Diego einen großen Auftrag vermittelt hat. Einen Jungen, vielleicht ein Wunsch der schwangeren Frida. Ihre Freundin, die berühmte Fotografin Tina Modotti. Diego als Handwerker und seine zweite Frau Lupe Marin, die Frida das Kochen beibrachte. Ende 1930 gewinnen reaktionäre Kräfte in Mexiko vorübergehend die Oberhand. Diego folgt Aufträgen nach San Francisco, New York und Detroit. Frida will vor allem ihrem Mann eine gute Frau sein. Sie bringt ihm Essen und schaut ihm beim Malen zu. Aber nicht nur. Ich vertreibe mir die Zeit mit Malen. Ich konnte ein paar Bilder verkaufen. Es war auf jeden Fall sehr wichtig für mich, hierher zu kommen, denn es hat mir die Augen geöffnet und ich sehe so viele schöne neue Dinge. Diego ermuntert seine Frau zur Freskomalerei. Sie fühlt sich in dieser Technik nicht wohl, findet dieses Selbstbildnis wie auch ihre anderen Werke grauenvoll. Absolutely rotten. Oh boy, very ugly. Realmente, la Frida, que admiramos mundialmente. Die Frida, die wir weltweit bewundern, wurde in den USA geboren. Als sie Diego heiratet und mit ihm nach Amerika geht, da erst wird sie komplett. Es cuando se vuelve compleja. Denn sie lernt dort all die verschiedenen Strömungen in der Kunst kennen. Manche davon kannte man in Mexiko, aber es gab nur schwache Verbindungen zum Surrealismus, dem Symbolismus und dem Futurismus und den Anregungen, die sich Künstler von der primitiven Kunst holten. So ist es kein Zufall, dass Fridas erstes Porträt in Amerika von Dr. Eloessa im Stil des Neoprimitivismus war. Es un Neoprimitivismo. Dr. Eloessa ist Fridas Arzt in San Francisco. Er wird einer ihrer engsten Freunde, den sie auch bei ihren Schwangerschaften um Rat bittet. Das Boot gibt Rätsel auf. Velar, segeln, heißt auch etwas verschleiern. Frida zwischen den Welten. Sie hat Heimweh. Zu lange ist sie schon in Gringolandia. Ich kann diesen Ort nicht ausstehen. Die industrielle Fertigung in Detroit ist interessant, alles andere aber hässlich und dumm. Auf mexikanischer Seite stellt sie neben einheimischen Pflanzen und präkolumbischen Figuren erstmals das himmlische Paar Mond und Sonne dar, stellvertretend für Frida und Diego. Blitz und Donner lassen auf Spannungen schließen. Frida ist wieder schwanger. Sie zweifelt, ob sie das Kind behalten soll, denn Diego will frei sein, um zu reisen, und beide sorgen sich um ihre labile Gesundheit. Sie erleidet eine Fehlgeburt. In ihrer Verzweiflung malt sie ein Votivbild. Ihre Gedanken verdichten sich zu Symbolen, die der Schmerz vergrößert wie eine Lupe. Schonungslos ehrlich stellt Frida dieses weibliche Thema dar. Thank you.
Nach 3 Jahren kehrt das Paar nach Mexiko zurück. Frida ist froh, wieder in der Heimat zu sein. Diego wäre lieber in Amerika geblieben. Die beiden beziehen ihr neues Doppelhaus in San Angel. Eine Brücke verbindet Fridas blauen Kubus mit Diegos Studiobau. Das neue Domizil bringt dem Paar kein Glück. Diego leidet unter Depressionen und Frida fühlt sich schuldig, weil sie ihn nach Mexiko zurückgeholt hat. Die Malerin präsentiert sich als gereifte, selbstbewusste Frau mit undurchdringlichem Gesichtsausdruck. Diego nutzt sein neues Studio nicht nur zum Malen. Fridas Lieblingsschwester Christina steht im Modell. Er beginnt ein Verhältnis mit ihr. Mit seinen anderen Affären hatte sich Frida abgefunden, aber diese Entdeckung verletzt sie zutiefst. Sie fühlt sich von den beiden verraten. Christina Kahlo sieht auch die Seite ihrer Großmutter. Christina kannte alle Romanzen, die Frida neben Diego hatte. Die Treffen mit ihren Liebhabern fanden auch meistens im Haus von meiner Großmutter Christina statt. Die beiden waren also Komplizinnen. Ein Freund bemerkte damals, Frida sei die einzige Frau, die von ihrem Mann Treue forderte, aber selbst nicht treu war. Nach außen tröstet sich Frida mit Liebhabern. Innerlich ist sie jedoch so verletzt, dass sie erst nach 1 Jahr wieder fähig ist zu malen. Ich habe nichts, weil ich ihn nicht habe. Ich hätte nie gedacht, dass er mir alles bedeutet und dass ich ohne ihn nur ein Stück Dreck bin. Ich bin nichts wert. Ich kann nichts. Nach 6 gemeinsamen Jahren besteht seine Antwort darin, dass Treue eine bürgerliche Tugend ist. Die Künstlerin lässt sich von einer Zeitungsnotiz inspirieren. Sie malt die Geschichte eines grausig zugerichteten Opfers und eines skrupellosen Mörders, der sich scheinheilig wundert, ich habe ihr doch nur ein paar kleine Stiche zugefügt. Dieses Bild im kleinformatigen Votivstil verrät Fridas Hang zu Schauergeschichten und blutigen Details. Später versöhnt sich Frida mit Diego und ihrer Schwester. Diego, wir werden uns immer lieben. Auch wenn wir zahlreiche Affären haben, Türen zertrümmern, uns rüde beschimpfen. All meine Wutausbrüche haben lediglich bewirkt, dass ich begriffen habe, wie sehr ich dich liebe. Mehr als meine eigene Haut. Liebe mich ein kleines bisschen. Ich bete dich an. Frida. Frida bezieht wieder ihren Teil des Doppelhauses in San Angel. Das schillernde Paar kennt Gott und die Welt. In Diegos Studio treffen sich in den folgenden Jahren internationale Künstler, Intellektuelle und politische Aktivisten. Frida wird durch ihren Witz, ihre Schlagfertigkeit und ihren Charme schnell zum Mittelpunkt jeder Gesellschaft. Gleichzeitig gibt es auch die andere Frida, die sich einsam und depressiv fühlt. Die Frau, die nach mehreren Fehlgeburten und Abtreibungen unter ihrer Kinderlosigkeit leidet, die gefangen ist in ihrer inneren Welt.
1937 entstehen einige der bedeutendsten Gemälde der Künstlerin und ihr eigenes Lieblingsbild. Hinter der aztekischen Maske verbirgt sich eine Amme, die keine Fürsorglichkeit ausstrahlt, sondern eher Furcht einflößt. Frida sieht aus wie ein Kind, das zu schnell erwachsen werden musste. Die Malerin ehrt nur vordergründig die Indio-Amme, die sie als Baby gestillt hat. In Fridas Symbolik weist das umgedrehte Blatt darauf hin, dass es noch eine andere Deutung gibt. Verbirgt sich Frida hinter der Maske? Ist sie es, die sich selbst beschützt und nährt? Mein Vater erzählte mir von Frida, dass sie sehr stark und temperamentvoll war. Sie hatte aber auch eine sehr fröhliche Seite. Sie war eine begeisterte Sängerin. Und sie machte sich sogar oft über ihre Behinderung lustig. Frida liebt es, sich mit Freunden und Familie an Feiertagen auf der Plaza Garibaldi ins Gewühl zu stürzen und den Mariachis zu lauschen. Für ein paar Pesos singen sie ihre Lieblingslieder aus der Revolutionszeit. In einem mexikanischen Sprichwort heißt es, man kann vor Schmerz singen, wenn man nicht weinen kann. Im Salon Tenampa gelingt es Frida, in Gesellschaft ihrer Freunde, ihre Schmerzen zeitweise zu vergessen. Frida raucht wie ein Schlot und trinkt viel, am liebsten gut gereiften Tequila Cuervo. Die Frau, die die Noblesse einer Königin ausstrahlt, schockiert ihre Umgebung gerne mit derber Gossensprache und zotigen Witzen. In 1937 erwarten Frida und Diego hohen Besuch. In seiner russischen Heimat von Stalin verfolgt, hat Leon Trotzki in Mexiko Asyl erhalten. Das Künstlerehepaar lädt ihn und seine Frau Natalia ein, in der Casa Azul zu wohnen. Frida will alle Menschen erobern, auch Leon Trotzki. Die beiden stürzen sich in eine kurze Affäre. Sie widmet Trotzki dieses Selbstporträt bewusst am 20. Jahrestag der Russischen Revolution. Der französische Surrealist André Breton sieht in dem Bild ein politisches Bekenntnis zu Trotzki und bezeichnet Fridas Malerei als farbiges Band um eine Bombe. In 1938 reist Frida alleine nach New York. Ihre erste Einzelausstellung in Manhattan ist ein großer Erfolg. Der Großteil der 25 Exponate wechselt den Besitzer. Die Künstlerin wird gefeiert wie ein Filmstar. Sie hofft fortan vom Erlös ihrer Bilder leben zu können. Das Selbstbildnis mit Affe malt sie innerhalb einer Woche im New Yorker Hotel. Der Direktor des Museum of Modern Art hatte es bei ihr bestellt. Mein Bild, klein und unwichtig, zu demselben persönlichen Thema, das nur mich angeht und sonst niemanden. Auf was spielt sie an? Welche Bedeutung hat der Affe? Frida beginnt eine leidenschaftliche Beziehung mit Nicolas Morey. Der New Yorker Starfotograf macht sie mit spektakulären Fotos zum Mythos. Ich bete dich an, mein Geliebter. Glaub mir,
wie niemanden zuvor. Nur Diego ist meinem Herzen so nah wie du. Immer. Die Fotografien spielen eine sehr wichtige Rolle. Es ist, als ob man in Fridas privates Leben eindringen würde. Im Gegensatz zu Fridas Briefen und ihrer Malerei, beide sind sehr viel komplexer, hat man bei den Fotos das Gefühl, sie nah in ihrem Alltag zu erleben. Dazu kommt, dass sie zum Beispiel auf den Fotos von Nicolas Murray selbst zum Kunstwerk wird. Frida reist weiter nach Paris. Sie wird dort bejubelt, ist aber selbst bitter enttäuscht von der Stadt, von Breton und den anderen Surrealisten, die sich aus ihrer Sicht nur in unnützen Diskussionen verlieren. Frida desechaba todo lo que era el ruido. Frida verabscheute den großen Rummel um die Kunst. Sie bevorzugte die Intimität. Und deshalb schuf sie Bilder, die sehr tiefgründig waren, wie zum Beispiel Was mir das Wasser gab. Um ein so intimes Bild zu malen, muss man sich aus dem Lärm des öffentlichen Lebens zurückziehen, sich mit sich selbst einschließen. Nur so erfindet man so wunderbare Bilder mit einem derart komplexen Inhalt. Fridas subjektiver Blick auf ihre malträtierten Füße. Im Wasser der Badewanne platziert sie verschlüsselte Erinnerungen. Nichts ist eindeutig benannt. Jedes Detail enthält einen geheimnisvollen Sinn. Picasso und Breton gratulieren Frida zur erfolgreichen Ausstellung und feiern sie, vor allem mit diesem Bild, als große Surrealistin. Ich bin aber keine Surrealistin. Ich male keine Träume. Ich male meine Realität. Als Frida aus Europa zurückkehrt, erfährt sie, dass sich Diego scheiden lassen will. Jetzt fühle ich mich so erbärmlich und einsam, dass es mir vorkommt, als hätte auf der ganzen Welt noch nie jemand so gelitten wie ich. Die Zeit ist die schlimmste in meinem ganzen Leben. Und ich wundere mich, dass man so etwas überstehen kann. Ich glaube, keine Sonne, kein Alkohol und keine Medizin können mich heilen. Obwohl es ihr gesundheitlich schlecht geht, stürzt sie sich in die Arbeit. Sie möchte finanziell unabhängig sein, kein Geld mehr von Diego annehmen. Schon in der frühen Kindheit, als Frida wegen einer Polioerkrankung 9 Monate liegen musste, erfand sie eine Freundin, die immer für sie erreichbar war und ihr Trost spendete. In ihrer Not als geschiedene Frau holt sie sich diese Vertraute zurück, sich selbst. Die Frida in Tracht hält ein Amulett mit Diegos Bild. Die Beziehung zu ihm nimmt eine erneute Wendung. Am 8. Dezember 1940, an Diegos Geburtstag, heiraten die beiden wieder. Aber mit dem Kompromiss, keine sexuelle Beziehung mehr zu haben. Aber sie liebten sich dann umso mehr. Das ist ein weiterer Widerspruch. Obwohl der Sex fehlte, verband die beiden ein noch größeres Zusammengehörigkeitsgefühl als vorher. Das beschreibt ihre Fähigkeit, anders zu reagieren als alle anderen. De modo que eso también describe una capacidad de reacción diferente al común de las personas. Mein liebster Diego, vergiss nicht, dass wir für immer zusammen sein werden. Ohne Streitereien, nur um uns innig zu lieben.
Niña nube, niño cielo. Bailemos bajo un laurel. Ich liebe dich mehr als je zuvor. Dein kleines Mädchen. Juegos de agua y papel. Una danza con la lluvia. Juegos de agua y papel. Nach dem Tod ihres Vaters ziehen Frida und Diego in das blaue Haus. Sol y li, sol y la, sol y luna pa bailar. Die präkolumbische Figur, der Klammeraffe, Fridas Tracht und der Itzquintl-Nackthund, der im aztekischen Mythos Menschen bis in den Tod begleitet, Frida versinnbildlicht mit diesem Gemälde ihre Nähe zur Indio-Kultur. In jedem Bild von Frida steckt eine grundlegende Idee. Zum Beispiel bezieht sich der Affe immer auf die präkolumbische Zeit. Und in dieser Kultur repräsentiert der Affe die Sexualität. Oder die Schmetterlinge, die sie oft einsetzt. Sie sind in der präkolumbischen Welt mit den Vögeln der Unterwelt verwandt. Sie stehen für den Tod. In diesem Sinne wird das Bild zu einem Symbol für die Vergänglichkeit. Also jedes Gemälde von Frida, das man sich anschaut, kann man zunächst direkt lesen. Aber abgesehen davon, dass sie alle wunderbar gemalt sind, enthalten sie immer auch noch eine spezielle Philosophie. Frida lebt in einer Welt der Tiere und Pflanzen, der Magie und der Rituale. Ausgelassen feiert sie kirchliche und weltliche Festtage mit Freunden und Familie. Zusammen mit Diego gestaltet sie die Küche neu, im mexikanischen Stil. Für die Stillleben wählt sie ihre Lieblingsfrüchte, verleiht ihnen aber eine zusätzliche, meist sexuelle Bedeutung. Offene Früchte mit weiblichen Formen. Die Orange zeigt eine Verletzung, die an Fridas entzündetes Bein erinnert. Die Gelbstirn-Amazone symbolisiert die wehrhafte Frau. In der Mitte des Bildes liegt eine Frucht, einer Vulva gleich, in der ein Fähnchen steckt. In den 50er Jahren malt Frida Selbstbildnisse vermehrt in Form von Stillleben. Wieder eine Orange mit einer offenen Wunde. Zwei Kokosnüsse stehen für Frida und Diego. Die Kleine weint, während die andere nicht einmal Augen hat, um sie wahrzunehmen. Fridas Gesundheitszustand verschlechtert sich zunehmend. Nach mehreren Operationen an der Wirbelsäule sitzt sie im Rollstuhl. Immer wieder ist sie monatelang ans Bett gefesselt, bewegungslos im Streckapparat. Sie leidet unter Schmerzen, Fieberschüben, Übelkeit. Ein Riss wie eine Erdbebenspalte hat Fridas Körper aufgebrochen. Selbst die Säule, die sie stützen soll, bröckelt. Ohne das Korsett würde sie buchstäblich auseinanderfallen. Frida Dolorosa. Dieses Gefühl, von Kopf bis Fuß ein solches Wrack zu sein, macht mich manchmal ganz verrückt. Meine Malerei enthält alle meine Schmerzen. Sie hat bei mir zu Ende geführt, was das Leben unvollendet ließ. Frida ist wehrlos und ohne Hoffnung. Die abgemagerte Patientin bekommt eine Mastdiät verordnet, die sie zum Kotzen findet.
Huhn, Pute, Schwein, so beschimpfte Frieda aber auch die geliebten Diegos. Sie hat seine Affären satt, kann aber nichts dagegen tun. Die Sonne, Diego, hat die Erde versenkt. Der Mond, Frieda, ist fast verblichen. In ihrem Tagebuch sammelt Frieda poetische Liebeserklärungen und Klagen. Im Mittelpunkt ihrer gezeichneten Gedanken steht Diego. Diego, mein Kind. Diego, mein Geliebter. Diego, mein Mann. Diego, mein Freund. Diego, meine Mutter. Diego, mein Vater. Diego, mein Sohn. Diego, ich. Diego, Universum. Dieses Meisterwerk zeigt Friedas Verlangen, die Gegensätze zu vereinen. Himmel und Erde, Natur und Mensch, Tag und Nacht. Frieda und Diego, den sie wie ein Kind im Arm hält. Frieda nennt dieses Bild die Liebesumarmung des Universums. Die Erde, Mexiko, ich, Diego und Herr Xolotl. Das ist ihr mexikanischer Nackthund. Im Juli 1952 wird Friedas rechter Unterschenkel amputiert. Diego weicht nicht von ihrer Seite. Frieda leidet unter Angstzuständen und erhöht den Morphiumkonsum. Der ungewöhnlich flüchtige Pinselstrich und die grobe Ausführung der Details lassen die schlechte Verfassung der Malerin erahnen. Nachts tanzt der Tod um mein Bett. Das letzte Selbstbildnis als verblühte Sonnenblume. Die Sonne hat den Sieg davongetragen. Es gibt keinen Mond mehr am Himmel. Friedas Liebesfähigkeit scheint aufgebraucht. Bueno, este es cuando Frida va. Frieda ging ein paar Tage vor ihrem Tod, obwohl sie Lungenentzündung hatte, auf die Straße, um gegen die Intervention der Amerikaner in Guatemala zu demonstrieren. Dann verschlechterte sich ihr Zustand und sie starb im Juli 1954. Trotz aller Schmerzen liebe ich das Leben. Frieda.